Yeah! Was geht ab, Leute? Neuer Tag hier in Biel und Patrick hat mich seit langem mal wieder besucht. Hallo, Leute! Ihm gefällt's hier. Sehr, ja. Und wir haben einiges zu tun. Ich bin ganz ehrlich und offen und transparent. Momentan brennt hier das ganze Eis richtig hart. Wir sind eigentlich nur noch dran am Zeug organisieren für Amerika und jetzt auch noch vordran. Morgen fahren wir zu Karl und zu Ralf und werden dann nochmal weiterfahren, ganz hoch in den Norden von Deutschland, um das Produkt, unseren Booster, der jetzt im Endstadium ist, zu testen, Geschmackskontrolle zu machen und im Allgemeinen nochmal die Herstellung des Boosters einfach mit eigenen Augen gesehen zu haben. Wie gesagt, wir legen extremen Wert darauf, weil wir legen ja alle unseren Namen für dieses Produkt schlussendlich ins Feuer. Und mir persönlich ist es einfach extrem wichtig, dass wenn ich sowas mache, dass ich es von A bis Z richtig mache. Und jetzt haben wir noch andere Sachen besprochen, auch wie gesagt Amerika, nochmal alles durchgeplant. Wir werden dann sicher auch schauen, dass wir ein geiles Trainingsvideo bei Karl machen. Morgen gehen wir, Hotel ist jetzt auch schon gebucht. Und ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf einiges freuen. Und ja, wie gesagt, von der Body Power nach Hause gekommen, oder? Und direkt ist es weitergegangen. Ja, also es ist ein bisschen stressig, aber ich denke mal, wir machen unsere Arbeit hier gerne. Hast du ja ein iPad reingezogen hier? Ein iPad habe ich mir reingezogen, geht ein bisschen schneller, um Videos zu bearbeiten und euch hochzuladen. Yeah. Jetzt gehen wir übrigens auch wieder trainieren. Der Patrick trainiert heute mit dem EDA. Das Video wird dann auf EDAs Kanal kommen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal der Authentic Bros, also von EDA und Tony, wenn ihr so ein bisschen was von ihnen sehen wollt, weil sie sind jetzt wie gesagt in der Schweiz mit mir und Patrick momentan die größeren, bekannteren Fitness-YouTuber, die in meinen Augen auch wirklich das beste Zeug hier liefern. Und ich trainiere alleine, ganz alleine. Ich trainiere Rücken heute und ich bin froh, dass ich es alleine trainieren kann. Die letzte Rückensession hatte ich ja in England mit Mike und die war sowieso schon ungeplant und ein bisschen turbulent. Und jetzt heute gebe ich mir mal wieder richtig einen Fokus. Ich kann sehr gut alleine trainieren, das passt für mich so. Und vielleicht nehme ich sogar die Kamera mit und zeige ein bisschen was. Ihr kennt es ja mittlerweile, aber mal schauen. Ich sag bis später. Polska Genetics, Hardcore Natural Bodybuilding and more. Es geht ab. Wir sind gerade unterwegs Richtung Paderborn, beziehungsweise fahren jetzt gerade los. Heute gehen wir unseren Booster testen in diesem netten Gefährt hier. Scheinbar so, dass genug Platz für uns alle vier haben. Ich, Ralf, Patrick und Karl zu viert nehmen wir den Weg auf uns, 4 Stunden in den Norden von Deutschland zu fahren, um die Qualitätskontrolle vor Ort zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt los. Dann sind wir in 4-5 Stunden dort. Und ich werde mich sicher auf dem Weg nochmal müssen, dass ich auch irgendwo noch was essen. Ralph, bist du gespannt? Was denkst du? Bist du noch ein bisschen kritisch, hä? Ich weiß nicht, das mit dem Geschmack, das wird das Einzige. Ich meine, dass die Mischung an sich reinknallt, das wissen wir mittlerweile. Ja, aber Geschmack ist natürlich so, ich sage es jetzt mal, es ist wie beim Parfum-Test. Oder irgendwann ist man dann überreizt und dann muss man den Scheiß nicht mehr schlucken, sondern spuckt den Booster immer wieder raus. Spuckt den Booster immer wieder raus. Shredded Lifestyle, Bitches! Morgen werden wir direkt den Booster testen gehen. Wir haben schon das Gym für uns reserviert. Das heißt, wir werden zwei, drei Stunden schlafen und dann geht's weiter. Einmal. So Leute, 4 Stunden später sind wir hier in Paderborn bei AlphaCast. Darf ich ja jetzt so offiziell auch ankündigen. Made in Germany, das ist uns wichtig. Und jetzt kommt mit uns am Start Mr. Mick Weigel, Mr. Legit, wie ich ihn gerne nenne. Und ich habe ihn angeheuert, um meine Seriosität wieder ein bisschen zu steigern. Eigentlich hassen wir uns alle. Eigentlich hassen wir uns alle. Und nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wie gesagt, mir war es immer wichtig, das habe ich immer gesagt, wenn ich ein Produkt mache, muss ich zu 100% dahinter stehen. Das sind meine Jungs genauso. Und deswegen sind wir auf den Mick zugegangen und der Mick ist jetzt auch da am Start. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wir gehen jetzt rein, wir testen den Booster hier vor Ort, nicht nur auf Qualität, sondern natürlich auf Geschmack. Wir machen jetzt hier die Endabnahme. Die letzten Proben, wie gesagt, wir haben in den letzten 3-4 Monaten für euch
alles getestet, das habt ihr ja gesehen auf unseren Kanälen und jetzt geht's sozusagen in die finale ganz Version. Ganz ehrlich, wir haben es auch für uns gemacht. Ja. Also ich will auch einen ordentlichen Booster. Ja, wie gesagt, ihr kennt ja die alten Videos von mir und Karl, als wir dann auch in seiner Wohnung die ganzen Sachen zusammenmixen und das ist jetzt dann endlich mal Sense. Und ja, ich sage euch nachher, was rausgekommen ist. So Leute, wir bekommen jetzt dann gerade unseren Booster an den Start. Ich bin so gespannt. Ich bin auch gespannt. Oh, ja. Also, Kamera gegen Kamera. Ja, ja. Das darfst du auch sagen. Und zeig noch nichts, ne? Das ist alles noch top secret. Hey, Leute, der Tag geht in die Geschichte ein für mich. Oh, da sind wir am Start. Hallo. Oh, das ist doch wie eine alte Teamwerbung hier. So, was haben wir? So, was haben wir hier? Zeig mal. Dreh das Zeug mal. Apfel und Melone. Yeah. Oh Mann, ey. Ich bin gespannt. Apfel, und also ich, Apfel macht mich besonders an, weil ich habe schon so lange... Einmal Melone Kartbrauen und einmal Apfel Kartbrauen. Ja, also... Schon komplett aufgelöst, ne? Wie, ist jetzt auch natürliche Farbstoffe drin, soweit ich weiß, oder? Soweit ich weiß, ja. Oder noch gar kein Farbstoff. Ah, okay. Erstmal nur ums Pure. Okay, also Leute, das ist alles hier noch Beta. Wie gesagt, wir nehmen den Booster da mit und machen dann morgen einfach mal ein Training wegen der Wirkung vor allem. Ja, und hier sind wir tief in den Geschmack. Ja, jetzt machen wir den Flavor-Check. Also ganz. Ist ein bisschen rostig, oder wie? Wir haben hier zwei Gläser. Genau. So, Leute, das gibt's von mir. Personal-Check. Ich bekomme jetzt hier Apfel rein. Das ist Apfel, ja. Apfel? Ja. Also riechen tut es schon mal nach Apfelsaft, nach Ramseyer, Schweizer so, Apfelsaft. Riecht schon mal lecker. Riecht schon mal sehr lecker. Riechen ist aber nicht alles. Riechen ist immer nur die halbe Miete. Gib mir mal Wassermelonen hier hin. Yeah. So. So Leute, guckt. Wassermelone von Alpha Caps. Yeah, made in Germany. Wir werden gleich ein bisschen mehr, weil. Ja, wir müssen ja noch. Wir müssen noch zurückfahren. Wir müssen ja noch nach Hause fahren. So, also die Geruchsprobe ist richtig geil, kann man vorwegnehmen. Was? Die Geruchsprobe ist geil. Ja, Geruch, also, ja, der Geruch ist beides gut. Oh, Geruch, so, wer fängt an? Wer fängt an? Ich hab schon. Also, was gibt. Warte, Jungs, wir müssen jetzt alle mal kurz wirklich den Legit-Test machen. Wir haben ja bis jetzt. Wir müssen das vielleicht noch erklären. Wir haben ja immer einen Legit-Test gemacht, das heißt Geschmack. Einfach mal so getestet und gesagt 9 oder 7 oder 6 oder ja, weiß. Genau. Ja, und das heißt, das machen wir jetzt hier. Hey, jeder muss es dann aber sich ins iPhone reinschreiben und dann so zeigen, ja? Das ist wirklich alright. Ohne. Achso, ich probiere jetzt erstmal den Apfel. Ohne Bewertung, ja? Was probiert den Apfel? Also, ich teste jetzt erstmal den Apfel. Apfel zuerst, okay. Okay, Apfel. So, Leute. Checken wir den Apfel ab. Geil, Mann. Das Citrullin. Ey, nichts sagen. Was schreiben wir jetzt an? Nichts sagen. Auf die Karte hier. Ich habe gesagt, so. Melone. Ja. Sechs Melone. Jungs. Brauchst du noch was? Ah, wir schreiben es auf, damit jeder so. Ja, okay. Ja. Jeder schreibt uns ein Zelt hier rein. Auf die Melone schon probiert. Und. Gib mal den Stift. Bro, gib mal den Stift, ne? Immer sehr kritisch. Ich schreibe mir hier auf dem Blatt Papier. Nicht da. Apfel. Ja, leider geht der Stift gar nicht. Ganz klar, Leute. Apfel. Danke. Jetzt muss ich einen Schluck Wasser haben dazwischen. Ja. Einfach um das ganz, ganz seriös hier. Dass wir noch mal auf unser Stift geben. Was brauche ich auch, um den Geschmack zu sehen? Hallo, so, und jetzt kommt, Melone. Jetzt Melone, ja? Ihr habt dann ja ein paar Handchen, falls es losgeht. Falls es losgeht und ihr durchdreht? Ja. Da muss bestimmt eine Maschine gereinigt werden. Ich glaube, ich habe noch so ein paar Zeit. Squatliften kannst. Ich habe geträumt von diesem Moment. Ich habe richtig Freude. So, schreiben wir hier die. Also das sind jetzt wirklich, alle Stoffe drin. Alles. Ich muss nochmal. Schon süchtig hier, ist schon süchtig der Junge. So, ich schau gleich zurück. Also, Leute.
Für mich ist der Fall klar. Also für mich ist der Fall auch klar. Für mich ist der Fall absolut klar. Ja. Ich betrachte es ein bisschen differenziert. Ja, ich hab's jetzt wirklich, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich werde auch genau sagen, wie ich auf mein Ergebnis gekommen bin. Ich würde es auch sagen. Also wer fängt an? Ich fange an. Also. Ich fange an. Ich nehme mal vorweg, ich fange an und ich fange an mit dem Apfel und ich muss ihn umtaufen und ich muss ihn auf Green Sour Apple. Ja. Geil. Green Sour Apple, der Fresh umtauschen. Und ich habe wirklich geschwankt zwischen einer 9,5 bis 10 sogar. Ich war am Schwanken, ich habe jetzt hier die 9,5 gegeben, hier könnt ihr sehen, die 9,5 habe ich offiziell verteilt. Jetzt, bei der Watermelon kam mir am Anfang und... Lass jetzt zuerst den Apfel bei jedem ruhig machen. Ja, mach zuerst den Apfel. Okay. Und also. Ich muss sagen, beim Apfel 0,8 Geschmack, mega so fresh, ja. Eingebannt. Ja. Also, zuerst mal Apfel, das war mein Ergebnis, nicht? Ich gehe ein bisschen differenzierter mit der Karl, ich gebe tatsächlich eine 10 von 10. Und ich habe mein eigenes Apfelprodukt draußen. Das ist echt beschissen für mich gerade. Aber, und das ist das Schöne, bei dem Zeug, was da drin ist, den Geschmack rauszukriegen. Bei ja, Apfel, Mann. Ich kann das nicht krasser unterschreiben als ja. Green Sour. Ja, Sour. Ohne fucking sweetener Nachgeschmack oder so. Null, gar ja. nichts. Das schmeckt wie ein grüner Granny Smith. Ja. Bam, ja, fertig, Ende. Perfekt, ja. Perfektes Krankheit für Geschmack. Alles klar. Also unter dem Aspekt, wenn man da quasi Green Sour Apple macht, dann wäre es eine 10. Aber ich habe jetzt bei Apfel habe ich jetzt eine 9. Oh, das steht auch hier links. Ihr könnt es ja nicht. Ja, wir glauben es. Nee, ich habe eine 9. Weil eben zum Schluss, aber das ist ja typisch grüner Apfel, zum Schluss zieht es noch ein bisschen zusammen. Ja. Nee, ich sage euch jetzt das. Jetzt gebe dem Booster, dem Geschmack Apfel auch einen neuen. Und zwar, weil ich noch nie einen besseren Apfelgeschmack gehabt habe. Und ja, ich gebe sowieso ja. prinzipiell nie eine 10, das wisst ihr. Ich habe auch bei keinem, das gebe ich so gut wie nie. Da muss wirklich was ganz Schlimmes passieren. Es gibt einen 9 und wie gesagt, ich habe das Einzige, was ich raus... Und ich weiß auch genau, wegen welchem. Es ist ein Stoff, also es ist ein Inhaltsstoff, der dieses Ziehen verursacht. Und das wissen wir jetzt alle. Und das ist der Grund, aber im ersten Geschmack genial, im zweiten genial und im Abgang wirklich erst nur dieses ganz feine Ziehen, aber 9 von 10 und das ist für mich, für meine Verhältnisse schon sehr viel, also ich gebe eine 9, ganz klar. Also, Leute, ich bin auch immer sehr, sehr kritisch, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total überrascht, weil, wie Karl gesagt hat, es ist so Green Sour Apfel. Es ist ein bisschen säuerlich, aber trotzdem süß, die Kombination ist krass, zusammen, es ist wirklich krass. Ohne Scheiß, es ist der beste Apfel-Apfel-Geschmack, ja. den ich überhaupt in irgendeinem Supplement-Produkt drin habe. Ja, krass. Und ja, ich gebe 9,5. Das ist krass. So, Wassermelone. Machen wir das ein bisschen schneller. Ja, das Video geht sonst ewig. Ich war jetzt ganz kurz bei Wassermelone. Gebe ich eine 8. Mhm. Ich bin ein übelster Wassermelonen-Fan. Ja, stimmt. Und weil ich schon so viele Wassermelonen probiert habe, es gab schon hier und da einen besseren Wassermelone und ich habe einen minimalen Nachgeschmack. Der ist aber nur ein Zehntel so wie bei unserem Ekelmelonenkandidat. Aber dieses eine Zehntel schmecke ich noch nach. Ich gebe also eine 8. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Aber da ich ein Wassermelonen-Fetischist bin und nicht nur echte Wassermelonen gerne esse und auch mich gerne mal zwischen zwei Wassermelonen reinschicke, der Flavor 8, ich gehe weiter. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hasse Wassermelone wie die Pest. Und als ihr mir am Telefon gesagt habt, wir wollten Wassermelone-Flavor, habe ich aufgelegt und habe erstmal geflucht wie ein Scheunendrescher. Ne? Ich gebe aber tatsächlich, und das ist, ich gebe die Backstory dazu, oder deswegen dazu, weil ich gebe dem scheiß Wassermelone auch 8 von 10. Ja. Und. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ralf, mach weiter. Ja, 8,5. Ja. Passt von der Wassermelone auf jeden Fall gut getroffen. Ich denke, die Melone könnte bei mir persönlich ein bisschen noch intensiver sein. Ja. Das war so der Punkt. Sagen wir so, es war eine gewisse Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, ob das nur meine Geschmackslaufen waren, weil ich mit dem Apfel angefangen habe, aber ich glaube, das ist nur eine gewisse Ähnlichkeit. Das war noch nicht Wassermelone eindeutig genug. Okay. Also ich habe aufgeschrieben, eine 9 auch wieder, genau wie beim Apfel. Und zwar aus dem Grund, weil auch hier wieder
der Wassermelonengeschmack für mich persönlich eben nicht zu süß war, nicht zu aufgesetzt. Jetzt, es gibt sehr viele Kandidaten, da war es für mich krasser. Ich gebe jetzt hier wirklich eine 9, würde aber natürlich den Apfel insgesamt bevorzugen, weil ich einfach Apfel geiler finde. Also ich bin einfach eher der Apfelfan und deshalb ist jetzt der Apfel für mich trotzdem gut, aber er hat im Vergleich zu den allen anderen Boostern, die ich gehabt habe, immer noch eine 9 verdient. Oder ich gehe da immer auf Relation, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich es jetzt ganz neutral betrachte, wäre es auch etwa so eine 8, 8,5 gewesen. Ja. Aber ich habe jetzt 9 aufgeschrieben, weil ich, wie gesagt, vom Wassermelon sehr überzeugt bin. Und überrascht auch, weil meistens sind... Bin ich wieder der Letzte. ich muss zuvor noch sagen, ich finde den Green Apple einfach so krass. Ja, ist zu krass. Der Green Apple ist... Er ist nicht zu fast noch zu toppen. Also ich muss den Geschmack ein bisschen runter. es ist so, ich gebe eine 8,75. In Ernst, weil wie Karl es schon gesagt hat, es hat einen leichten Nachgeschmack. Leicht. Es stört mich aber nicht. Darum muss ich es aufrunden. Auf eine 9. Und pass auf, wenn ihr richtig krank seid und ein Leg Day habt, dann macht ihr Apfel eine Lolle. Und wie ist es? Wahrscheinlich besser. Oh shit! Oh no! Oh, Video aus! Video aus! So Leute, wir haben gerade unsere Bewertung abgegeben. Der Verantwortliche ist jetzt hier gerade schnell rausgegangen. Und wir werden jetzt vielleicht noch kleinere Änderungen machen, aber ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt, ich bin schon zufrieden. Also für mich kann man das Zeug schon so raushauen. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern sich das noch lohnt zu verbessern. Vielleicht noch der kurzen Kommentar vom Experten. Wie könnte man jetzt da vorgehen, wenn man jetzt da noch groß was ändern will? Wir haben ja jetzt schon sehr lange die Änderungen so ein bisschen individuell auch abgestoben. Was denkst du jetzt? Am Geschmack jetzt, meinst du? Ja. Am Booster selber, ja. Insgesamt? Nee, jetzt nur am Geschmack. Ich würde am Geschmack, ich meine, man muss sich halt jetzt Gedanken machen. Man muss sagen, okay, möchte man es ein bisschen süßer haben, möchte man es ein bisschen saurer haben. Man kann eigentlich an jeder Schraube, kann man eigentlich irgendwo rumfummeln. Ja. Das ist das Schöne eigentlich dabei. Und deswegen, wenn jemand sagt, Mensch, das war mir eben zu sauer, weil es eben, wir wollen es nicht Green Apple sauer haben, wobei ich es eine geile Geschmacksrichtung habe. Du merkst gerade schon überall. Also man kann da an jeder Stellschraube irgendwie rumfummeln, wie man möchte. Und ja. Das ist das Schöne dabei. Also an dieser Stelle muss ich natürlich auch sagen, ihr könnt euch jetzt schon, ihr könnt euch jetzt natürlich schon vorstellen, was da drin ist, dass es sauer ist und auch das Kribbeln. Also ich löse jetzt das schon mal auf. Wir sind jetzt hier einer der Ersten, die da wirklich den, oder darf ich das sagen? Den, nicht nur irgendein Beta-Alanin reinhauen, sondern Carnosin-Beta-Alanin. Und in Deutschland ist es sehr selten, dass man das sieht. Einfach mal so als kleiner Vorgeschmack, was euch da erwartet. Wir haben jetzt auch einen Vorgeschmack gehabt. Und ja, ich glaube, mittlerweile haben wir eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist in diesem Moment. Und falls noch was ist, schau dich mal an. Du hast eins vergessen, Leute. Was? Fang mit einer halben Portion an. Fang wirklich mit einer halben Portion an. Also Leute, die noch nie Beta-Alanin genommen haben. Fang wirklich mit einer halben Portion an. Ja. Und macht's 4 Stunden vorm Schlafen gehen, ja. Ja, also es ist einfach so, weil... Und macht's nicht, wenn ihr ins Gym gehen wollt und ein Unterarmtraining macht. Ja, also es soll schon... Ja, also beim Carnosin ist es wirklich so, beim Beta-Alanin, wenn man es sich nicht gewöhnt ist und vor allem das Carnosin, das ist wirklich das potenteste, darum ist es auch das teuerste und das könnt ihr vergleichen mit, ihr könnt eigentlich die Hälfte nehmen von normalen Beta-Alanin, also von normalen Beta-Alanin müsst ihr mindestens das Doppelte nehmen für denselben Effekt und darum halber Scoop, also ich bin eigentlich der Fan, ein Scoop, weil wir haben es auch wirklich so getimt, dass ein Scoop perfekt ist und ihr werdet auch nie mehr einen verdammten Scoop nehmen müssen, das garantiere ich euch. Also die Wirkung, die, da stehe ich mit meinem Namen. Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich würde genau das, was der Karl gesagt hat, ich würde auf jeden Fall mit einem halben Scoop nur anfangen, weil wir wirklich alles reingemacht haben, als Anfänger, auf jeden Fall. Irgendwie in die Richtung Rang und Namen hat und sogar noch abgegradet haben zu anderen Produkten. Und ich würde auf jeden Fall mit einem halben Scoop anfangen, ja, weil sonst fliegt dem einen oder anderen der Deckel vom Kopf. Das ist wirklich so. Ja, alright, falls noch was kommt, schalte ich nochmal ein. Bis später.